Ich steche immer wieder zu. Zähle nicht, wie oft ich ihr das Messer schon in den Leib gestoßen habe. Blut spritzt umher. Das weiße Bettlaken verfärbt sich rot. Und wieder ramme ich ihr das Messer in den Bauch, in die Brust, gerade in eine Raserei. All meine Wut lasse ich raus. Ich schreie vor Ekstase. Es macht mir richtigen Spaß. Und ich steche nochmal zu. Und nochmal und nochmal. Dann bekomme ich plötzlich einen Hieb in die Seite. Ich wache auf, schweißgebadet. Meine Frau sagte, ich hätte im Schlaf geschrien. Ein Albtraum. Ich träume ihn in letzter Zeit immer öfter. Was ich geträumt habe, will sie wissen. Die Wahrheit kann ich ihr nicht sagen. Sie würde mich töten. Mein Gott, wie die Zeit alles ändern kann. Wie habe ich diese Frau mal geliebt? Wie verrückt war ich nach ihr? War alles Vergangenheit. Nach 43 Jahren komme ich zu dem Schluss, da ist keine Liebe mehr, nur noch Wut und Hass. Das einst so wunderschöne Täubchen hat sich im Laufe der Zeit in eine Krähe verwandelt. Die liebevolle Fürsorge einer Fee entpuppte sich als fauler Trick einer alten Hexe, die sich in einen Feuerspeindrachen verwandeln konnte. Wie hatte ich mich auf ein Leben ohne Arbeit gefreut? Wollte das Rentnerdasein genießen, tun und lassen können, was ich wollte. Aber das gönnt sie mir nicht. Nicht eine ruhige Minute gönnt sie mir. Es gibt noch so viel zu tun. Musst dich nur mal umschauen. Der Keller muss aufgeräumt werden. Auf dem Boden kannst du auch mal nachschauen. In der Küche steht noch Geschirr. Ich habe jetzt einen Termin beim Friseur. Ach ja, einkaufen fahren kannst du auch noch. Schaffe ich nicht mehr. Was, morgen angeln? Schlag es dir aus dem Kopf. Ich habe für dich noch Arbeit im Garten. Übermorgen kegeln? Vergiss es. So geht das jeden Tag. Da hatte ich auf meiner Arbeit mehr Ruhe. Klar würde ich ja widersprechen können, aber dann wäre das Donnerwetter noch schlimmer. Also fresse ich den Ärger in mich hinein. Immer wieder, seit einem ganzen Jahr, jeden Tag etwas mehr. All meine Träume vom Rentneralltag sind zerplatzt, zerstört worden von einer herrschsüchtigen Krähe. Ich wollte meinen Hobbys nachgehen, endlich wäre Zeit dazu. Natürlich wollte ich kein Pascha-Leben führen. Klar wollte ich mich an der Hausarbeit beteiligen, aber schließlich machte sie es zu meiner Aufgabe. Überhaupt, die anfallenden Arbeiten übertrug sie mir und ich Trottel widersprach nicht, war zu blöd und hielt den Mund. Und nun kommen immer diese Albträume. Mein Innerstes brodelt, mein Blut kocht über. Irgendwann ist Schluss mit dieser Passivität. Ich spüre das nahe Ende. Fühle das herannahende Unheil. Und diese Nacht ist es soweit. Es war wieder so ein erniedrigender Tag für mich. Bekannte waren zu Besuch. Sie musste wieder beweisen, wer bei uns die Hosen anhat, dass ich ein Trottel bin, unter dem Pantoffel stehe. Mein Bekannter ging jeden Freitag zum Skat spielen. Der eine Spieler ist verstorben, ob ich nicht Lust hätte. Klar, wollte ich sagen. Aber dazu kam ich gar nicht. Nein. Die Zeit hätte ich doch gar nicht, ich hätte doch schon so viel um die Ohren, sagte sie sofort. Ich hätte vor Wut platzen können, wusste nicht, was ich sagen sollte. Unsere Bekannten sahen mich fragend an, mich, nicht meine Frau, warteten auf eine Erklärung. Ja, ja, stammelte ich herum, stimmt schon, wird dann alles zu viel, aber es klang nicht überzeugend. Aber in dieser Nacht wirkte ich überzeugend. Ich stehe vor ihrem Bett. Ein langes Küchenmesser in der Hand. Die Straßenlaterne seitlich von unserem Schlafzimmerfenster spendet etwas Helligkeit. Ich kann ihr Gesicht erkennen. Mit beiden Händen hebe ich das Messer empor, will es mit aller Kraft in ihr Herz stechen. In diesem Augenblick öffnet sie die Augen. Ihr Mund öffnet sich. Ich sitze im Flugzeug nach Gran Canaria, eine meiner Lieblingsinseln. Endlich mal entspannen. Allein, ohne meine Frau. Ohne gesagt zu bekommen, was ich jetzt zu tun habe, wenn ich den Mund aufmachen darf und wann ich ihn zu halten habe. Endlich leben. In dem Moment, als ich erwartete, sie würde zu schreien anfangen, ich wie gelähmt vor ihr stand, da geschah nichts. Es blieb still, totale Ruhe. Ich sah in ihre Augen, leblose Augen. Der Mund stand weit offen. Aber er gab keinen Ton von sich. Der Schlag musste sie getroffen haben. Gott hat sich meiner erbarmt und sie zu sich geholt. Oder war es der Teufel? So, das war die Geschichte von der Krähe.
Weitere Geschichten findet ihr in meinem Buch Dreh dich nicht um. Zu erhalten bei Amazon. Auch als E-Book. Danke für eure Zeit und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch die Geschichte gefallen hat, bitte weiter erzählen. Danke.